Hallo in die Runde, hier ist Andrea von Stempel & Co. und ich hatte gestern diese besondere Karte oder auch Mini-Album auf meiner Facebook- und Insta-Seite. Und es haben ganz viele nach der Anleitung gefragt und die zeige ich euch jetzt. Also ich bastel das Ganze jetzt für euch, damit ihr mitbasteln könnt und ganz viele nachbasteln könnt. Ich mache es kurz auf. Also es wird so geklappt. Ich habe in der Art und Weise schon mal Explosionskarten gebastelt. Die waren halt nur nicht dreieckig. Aber es, vom Prinzip her, wie sie innen zusammenklappen, ist es das Gleiche. Ihr könnt hier auch noch mehr Ecken einbauen. Also da ist euch wirklich keine Grenze gesetzt. Ja? Ich habe jetzt hier mit 4 Stück gearbeitet, mit 4 Teilen, die zusammengeklebt werden. Man kann es hier zusammenbinden, dann bleibt es auch stehen. Und ihr seht, ihr habt hier gut Platz, um eure persönlichen Grüße zu schreiben. Hier kann gut ausdekoriert werden. Ihr könnt auch hier kleine Fotos einkleben. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Und wie gesagt, ihr könnt es erweitern, so viel Platz, wie ihr einfach braucht. Aber wir machen jetzt diese einfache Art. Geht eigentlich recht einfach, muss ich sagen, und passt in einen Briefumschlag. Ihr könnt es also auch verschicken. Porto ist ein bisschen mehr. Ihr seht, es ist jetzt schon ohne Deko, ohne alles etwas dicker. Also ich lege es zur Seite und würde sagen, wir starten. Bevor ich loslege, es wollen immer viele wissen, mit welchen Produkten ich gearbeitet habe. Jetzt arbeite ich mit dem Fröhliche Weihnachtszeit. Hier ist es Garten Eden gewesen, weil der Hop gestern eben Garten Eden war, aber jetzt mache ich eine Weihnachtsversion und habe eben hier dieses Fröhliche Weihnachtszeit ausgesucht. Ihr benötigt einen Bogen 12×12. Ich lasse die Kamera jetzt so, weil ihr müsst gut aufpassen, wie ich schneide und falze. Ihr könnt es natürlich auch mit A4 machen, aber da habt ihr halt wesentlich mehr Verschnitt und darum habe ich hier einfach gleich den 12×12 gewählt. Ihr holt euren Papierschneider. Wenn der Papierschneider geschlossen bleibt, habt ihr genau hier in dieser Kante 6 Inch. Es ist perfekt. Das bedeutet, ich lege es hier an und schneide durch und habe hier im Moment 6×12. Das heißt, ich muss es noch einmal schneiden. Ihr schneidet euch aus diesem Bogen 4 Teile mit jeweils 6×6 Inch. So, jetzt haben wir 4 Stück. Das Ganze wird jetzt gefalzt. Und zwar, easy einfach, wir falzen uns das Ganze in der Mitte, ja? Wir müssen hier einmal durch und unten wird das Ganze dann geklebt. Also oben die Spitze und unten die Spitze einlegen und falzen. Also wir haben jetzt einmal diagonal. Jetzt legt ihr euch das nochmal an. Das hätten wir jetzt gleich schneiden können. Aber es ist einfacher, wenn ihr euch erst einmal diese Diagonalen falzt. Jetzt legt ihr euch das Ganze wieder so an. In dieser Mitte hier. Da legt ihr euch euer Schneidemesser ein. Zieht das Ganze nach unten. Und habt hier unten eingeschnitten. Jetzt legt ihr die nächste Spitze an. Und jetzt geht ihr hier auf diesen zweiten Strich. Oder bei 1 Zentimeter, je nachdem, was ihr verbrett habt. Ich lege es hier bei einem halben Inch an. Hier oben. Und hier, das sehe ich schön auf meinem Schneidebrett. Dann gehe ich wieder in die Querfalz. Ich zeige es euch gleich von nah und schneide nach unten. Bedeutet, ich habe mir dieses Eck herausgeschnitten. Also man könnte es auch noch kleiner machen, es reicht wahrscheinlich bei einem Viertel, je nachdem wie leicht ihr euch zum Kleben tut. Ja? Also wie gesagt, man kann es definitiv
auch bei einem Viertel anlegen. Ich glaube, ich habe es bei einem Halb, aber dann war es mir zu breit, die Klebelasche. Dann habe ich noch ein bisschen abgemacht, weil das reicht uns. Sonst hat man unten am Boden zu viel Klebelasche. So, reicht. Ich zeige es euch nochmal. Wir brauchen ja schließlich 4 Stück. Also, die Diagonale einlegen. Oben die Spitze in die Schneideleiste und unten auch. Und falzen. Ich falze. Und dreh, legt die nächsten 2 Spitzen ein. Und jetzt könnt ihr, wisst ihr ja, wie es funktioniert. Bedeutet, ich falze oben, hol mir das Messer, schneid gleich nach unten weg, dreh es mir wieder, leg es mir bei einem Viertelinch an. Kann ich mich hier an den Linien echt super gut orientieren. Genau, so sehe ich das besser. Also oben bei dem ersten Strich und unten. Oder bei einem Zentimeter, je nachdem, was ihr für Brett habt. Und dann schneide ich es mir raus. Also ihr seht, es ist wirklich einfach. Spitze auf Spitze. Ich mache es noch einmal. Drehen, wieder die Spitze oben und unten. Schön einlegen. Dann holt ihr euer Falzbein, ihr falzt es oben, holt gleich die Schneideklinge, schneidet nach unten, dreht das Ganze wieder, legt es bei einem Viertelinch an, beim ersten Strich, Mitte anlegen und nach unten schneiden. So kommen die Dreiecke raus. Ich habe alle 4 zugeschnitten. Sie sind alle gleich. Jetzt brauchen wir Designpapier. Ich habe jetzt hier, müsste ich wieder nachgucken, ich schreibe es euch unten drunter. Ich weiß es gerade nicht, Moment. Ne, ich habe es auch nicht da liegen. Ich schreibe es euch drunter. Wir haben so viele Designpapiere, ich kann mir den Namen von den einzelnen gar nicht merken. Ganz einfach wird es zugeschnitten, auch hier braucht man die Diagonale. Da wir aber ein bisschen kleiner werden müssen, schneiden wir uns das Papier erst auf 5 3 Viertel zu. Wären in Zentimetern 14,6. Aber man tut sich hier wirklich leichter, wenn man einfach nach den Inch geht. 5 3 Viertel mal 5 3 Viertel. Da wir ja noch ein bisschen Rand haben wollen, sonst könntet ihr es auch in 6 mal 6 machen. Aber ich möchte gern Rand. Und jetzt lege ich es mir wieder Spitze auf Spitze. Brauche ich aber nur ein halbes von diesem Dreieck. Das heißt, ich lege es mir oben an die Kante, lege mir die Spitze unten in die Schneideleiste und schneide es mir zurecht und habe 2 Stück davon. Ich nehme einfach die Rückseite, dann habe ich gleich ein anderes Design. Mache es hier genauso und habe mir schon 2 Stück zugeschnitten. Dann passt es. Jetzt brauchen wir nur noch für vorne einmal eine Mattung, bedeutet, ich brauche im Farbkarton genauso 5 3 Viertel mal 5 3 Viertel und schneide es auch auf die Spitzen. Es wird genauso zugeschnitten wie das Designpapier. Und da wir ja vorne drauf noch Deko machen wollen, kleinen Tipp, ihr habt hier die Dreiecke rausgeschnitten. Wenn ihr euch jetzt hier die Stanzformen schnappt, Moment, ich lege es zur Seite, ich brauche es nicht mehr, mit den Dreiecken, diese bestickten Dreiecke. Und das Große hat nämlich den passenden Winkel und passt hier super drauf und dann ist es auch gleich noch bestickt und schaut schick aus. Also von den bestickten Dreiecken, das Große und es wird einfach ausgekurbelt und dann haben wir gleich unseren Aufleger für unseren Farbkarton vorne. So, ich habe das natürlich schon vorbereitet, sonst dauert es gar zu lange. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Zusammenbauen. Ihr braucht Klebeband, welches auf unseren
Klebestreifen hier unten gehabt. Ihr könnt es auch mit Flüssigkleber machen, wie euch das am liebsten ist. Ich baue jetzt eines zusammen. Die werden alle nach der gleichen Art zusammengesetzt. Nur sonst wird das Video ewig lang, wenn ich euch das alles vorbastle. Aber ich zeige es euch bei dem einen. Und wir setzen auch gleich unseren. Ich zeige es euch, wie es zusammengeht. Ihr knickt es, dass es sich schön bewegen lässt. Und die Klebelasche hier kommt nach unten. Bedeutet, ich lege mir das so vor mich hin, dass auf der linken Seite unten die Ecke ausgeschnitten ist und ich habe oben meine zwei Dreiecke. Da setze ich mir jetzt mein Designpapier auf. Farben ist egal, wir können später die Reihenfolge ja auch noch ändern. Ich zeige euch jetzt nur anhand eines, wie es zusammengebaut wird und bin dann gleich wieder zurück. So, ich lege mir das hier auf. Das hat einen kleinen Rand, weil wir es ja ein bisschen kleiner geschnitten haben. Also perfekt. Einmal. Und hier ein zweites Mal. Einmal aufsetzen. Passend schieben, da mag ich wirklich Flüssigkleber, weil ich den mir einfach in die Position schiebe, wo ich es brauche. Anstreifen. Dann löse ich mir mein Klebestreifen hier unten, also die Schutzfolie und lege es mir jetzt drauf. Ich stelle es mir wirklich hin und es passt auch vorne schön an die Kante. Also ihr legt es euch einfach da vorne bündig auf und streift entlang. Ja, das ist hier unten, es passt hier ganz genau. Wir haben es hier unten schön rausgeschnitten. So. Und jetzt wird es einfach so auf die Spitze gelegt und angedrückt. Man kann es im Vorfeld auch schon knicken, aber es geht so auch super gut. Wenn es zu geklebt ist, kann man das echt spitze knicken. Ihr könntet natürlich, wenn euch das lieber ist, es auch im Vorfeld so knicken. Aber ich knicke es definitiv erst, wenn es zusammengeklebt ist, weil es wirklich einfach geht. Und so werden jetzt alle vier Teile gemacht und dann bin ich gleich zurück. So, meine vier Ecken sind fertig. Ich habe auch die ausgestanzten Dreiecke ein bisschen bestempelt und auf der Farbkanone in Lotengrün aufgeklebt. Brauchen wir gleich, aber jetzt müssen wir erst das Ganze zusammensetzen. Also ihr seht die verschiedenen Muster und jetzt überlegt ihr euch einfach, wie ihr das Ganze anordnen wollt. Und dann starten wir. Also, ihr faltet einmal zu, knickt es euch richtig schön mit dem Falzbein nochmal nach. Dann kommt jetzt hier Flüssigkleber, Klebeband, je nachdem, was ihr lieber verwendet. Ich mache mit Flüssigkleber. Ihr wisst, ich kann einfach noch ein bisschen nachschieben, falls es nicht gleich auf Anhieb so super sitzt. Also auf jeden Fall vorher noch einmal nachfahren, dass es schön gerade ist, dass es schön passt. Und jetzt schaue ich, welches Muster ich innen drinnen haben will, dass es schön aufeinander passt. Und ich setze die jetzt zusammen. Ich setze sie mir unten zusammen und passe oben auf, dass es einfach schön passt. Orientiert euch, es ist ja genau die gleiche Größe, hinten, unten und wie gesagt, mit Flüssigkleber kann man immer noch ein bisschen nachschieben, das finde ich super. So, andrücken, passt. Dann hole ich mir genau die nächste Farbe. Gleiches Spiel,
Flüssigkleber. Ich versuche zwar schon ziemlich am Rand zu sein, aber nicht gar so arg, weil sonst drücke ich es mir raus, wenn ich es aufeinander drücke. So, aufeinander gelegt. Es muss oben passen, der Rücken muss passen und unten muss es passen. Also schiebt es euch passend und drückt es euch fest. Hinlegen mit dem Falzbein drüber, dass sich der Kleber schön verteilt und nachstreifen. Dann kommt das letzte, auch das gehe ich mit dem Falzbein nochmal drüber. So. Ein letztes Mal. Das war jetzt ein bisschen viel Kleber, denke ich fast. Und auch hier lege ich es mir wieder aufeinander. Spitze vorne, Spitze oben. Und das war wirklich ein bisschen viel Kleber. Und auch der Rücken muss passen. Drückt es euch schön an. Einmal am Rand entlang und es kommt wirklich der Kleber raus. Ich hatte zu viel. Nehme ich mir jetzt einfach schnell ab. So. Sonst klebe ich mir hier alles zu. Den schließe ich kurz. Und jetzt holt ihr euch eine Lochzange, Crocodile, wie auch immer. Was ihr halt gerade zur Hand habt, wenn das hier schön fest ist. Wir müssen ja unser Band noch einbringen. Das bedeutet, ich muss hier lang das Kleine, ich mache das Große hier unten ein Loch und das Gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ich würde schon die Größe passen. Ansonsten einfach öffnen und beides gleichzeitig stanzen ist natürlich auch eine Möglichkeit oder zumindest anstreichen. Ich habe aber weder Stift noch sonst irgendwas hier. Ich versuche mal, ob ich es so hinkriege. So. Ich habe meine Löcher. Ich habe zwei Stückchen Band. Ziehe ich mir kurz ein. Oh, ich habe Klebehände. Ziehe ich mir kurz ein. Das muss nach hinten durchgucken. So. Auf beiden Seiten. Ich brauche einfach ein bisschen Klebeband, um es mir zu fixieren. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Das Band war ca. 15 bis 20 cm eines, je nachdem wie viel ihr braucht, um eure Schleife zu binden. Und das Klebeband hier nehme ich wirklich nur, dass es fixiert ist, weil mir das mit Flüssigkleber sonst nicht hält. So, bedeutet, ich habe es eingeklebt, ich ziehe es mir hier ab. Ich lege mir hier kurz mal die Crocodile auf, dass es so liegen bleibt, dass ich hier den Kleber nicht auf der Matte habe. Und auch hier einmal Flüssigkleber. Klebe ich mir das auf. Könnt natürlich, wenn ihr wisst, was innen schon alles rein soll, an Sprüchen, an sonstigen, bitte vorher stempeln, tut ihr euch wesentlich leichter. Es geht zwar auch danach noch, weil man es offen lassen kann, aber ihr tut euch natürlich viel leichter, wenn ihr vorher schon alles bestempelt.
So, das wäre die Rückseite und das Band ist eingeklebt. Und genauso mache ich es jetzt auf der Vorderseite. Das heißt, ich ziehe wieder hier mein Band ab, mit dem ich es fixiert habe. Wenn es denn mag. Dann habe ich hier ja schon gestempelt. Setze ich vorne auf. Passend schieben, unten andrücken, dann hält das Band auf jeden Fall. Und wie gesagt, ihr könnt es aufmachen, könnt es flach legen, also ihr könnt hier auch noch stempeln, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt es hinten wieder binden und habt wirklich massig Platz. Also ich habe auch hier schon ein bisschen was ausgekurbelt. Man kann hier echt schön noch dekorieren, einfach einkleben. Ich klebe es jetzt einfach hier ein. Was ich hier so fertig habe, das ist eben auch aus der Produktreihe. Ich klebe es mit Flüssigkleber, nicht mit Dimensional, weil sonst wird es mir einfach zu voll, zu dick. Ein bisschen halten. Schauen, dass der Kleber nicht so kleckst. Also man kann hier wirklich einfach ein bisschen was eindekorieren, wo es halt gerade so dazu passt, was euch gefällt. Ich denke, da habt ihr bestimmt Ideen. Ich habe hier einfach, wie gesagt, die Blüten ausgestanzt. Gestempelt, ausgestanzt und kleben jetzt hier einfach ein paar ein. Passt auf, dass es von der Größe her hinhaut. Spitzt jetzt ein bisschen raus, sehe ich gerade. Aber müsste noch funktionieren. Es geht zu. Also wie gesagt, da könnt ihr euch noch austoben ohne Ende. Und innen noch fleißig dekorieren. Und ich denke, wenn es so ein bisschen rausspitzt, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich bin es jetzt, ich habe nämlich hier vorne drauf auch noch ein bisschen Deko gemacht. Das heißt, ich binde mir hier meine Karte zu. Schleife kann man sich noch passend schneiden, wie man es braucht. Lieber habe ich das Band ein bisschen länger, als dass es mir einfach nicht reicht. Und dann habe ich hier noch den Weihnachtsstern, den ich mir schon ausgestanzt habe und den setze ich mir jetzt einfach hier auf. Ein bisschen andrücken, dann kann man den natürlich noch ein bisschen die Blätter aufstellen. Ein bisschen Wink of Stella von mir aus noch oben drauf und dann haben wir noch ein bisschen Glitzer und das wäre dann die Karte. Also wie gesagt, hier einmal die weihnachtliche Variante und hier einmal mit dem Garten Eden. Habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Schreibt gerne in die Kommentare unten drunter. Und ansonsten, vielleicht sehen wir uns die Woche beim Live-Basteln. Ich zeige euch noch eine weitere Version von dieser Karte, aber diesmal wirklich als Mini-Album. Seid dabei! Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein weiteres Video. Habt ganz lieben Dank. Bis bald. Tschüss.